Wir sind momentan in einer Phase, in der die Veränderung der Artenvielfalt in einer Geschwindigkeit vonstatten geht, die wir aus keinem anderen Zeitalter der Erde so kennen. Wenn man aus den Fossilien eine Art Hintergrundwert berechnet, wie viele Arten pro Zeitraum aussterben, wie viel Prozent der Arten, dann liegt das zurzeit 1000-fach höher, als wir es jemals vorher beobachtet haben. Und Modelle zeigen, dass das wahrscheinlich sogar eher zunehmen als abnehmen wird. Mein Antrieb, sich mit Fragen der Biodiversitätsveränderung und ihrer Konsequenzen zu beschäftigen, ist erstmal die des Naturwissenschaftlers. Ich möchte verstehen, welches Verhältnis es zwischen der Funktion in einem Ökosystem und der Struktur, also der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften gibt. Ich habe mir das ICBM sehr bewusst als Arbeitsort ausgesucht und das, was mich an diesem Institut reizt, ist die enge Kooperation mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Hier wird diese Interdisziplinarität, die in unserer Forschungslandschaft so oft gefordert wird, tatsächlich gelebt. Hier arbeiten verschiedene Disziplinen an gleichen Fragestellungen in gemeinsamen Projekten und die Kommunikation zwischen den Kolleginnen und Kollegen ist hervorragend, um auch diese gemeinsamen Fragestellungen anzugehen. Was vielen vielleicht nicht bewusst ist, ist, dass die Algen ebenso viel Photosynthese betreiben wie alle Landpflanzen gemeinsam. Das heißt, der Sauerstoffgehalt unserer Atmosphäre zum Beispiel ist sehr stark durch diese Photosynthese der Primärproduzenten, also der Pflanzen und Algen, geprägt. Und die Hälfte dieses Sauerstoffs wird eben durch die Algen produziert. Man könnte also sagen, unser Planet hat nicht nur eine grüne Lunge, von der wir oft sprechen, wenn wir vom Regenwald oder anderen Wäldern sprechen, sondern er hat auch eine blaue Lunge, nämlich den Ozean. Die Algengruppen sind sehr früh in der Evolution entstanden und sind sehr vielfältig, auch in ihrer Funktionsweise und in ihrem Aufbau, viel unterschiedlicher als zum Beispiel die Landpflanzen sind. Und das macht es gerade für Biodiversitätsfragestellungen sehr relevant, sich zu überlegen, welche unterschiedlichen Funktionen diese unterschiedlichen Algengruppen im Meer spielen, wie sie unterschiedlich auf die menschlichen Einflüsse reagieren und wie sich damit auch eben die Funktion von Ökosystemen verändert. Küstenzonen stellen einen wichtigen Forschungsschwerpunkt des ICBMs dar, und zwar weltweit. Und dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass bereits jetzt ungefähr die Hälfte der Menschheit in weniger als 100 Kilometer Distanz zur Küste leben. Und dieser Anteil wird wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten eher noch steigen. Das heißt, wir haben hier zum einen die Zone, in der Meerökosysteme auf Landökosysteme treffen und viele Interaktionsprozesse stattfinden. Auf der anderen Seite haben wir einen Lebensraum, der sehr stark vom Menschen beeinflusst wird. Und sowohl das Verständnis dieser Interaktion zwischen Land und Meer als auch ein Verständnis für den menschlichen Einfluss in diesen Systemen ist etwas, was die Forschung am ICBM antreibt.